Herzlichen Dank für die Einführung. Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Berlin. Das Jahr 1959 machte Kunstgeschichte. Die Documenta 2 fand in Kassel statt und diese relativ kleine Ruinenstadt soll zur Zeitzeugin des sogenannten internationalen Triumphs des US-amerikanischen abstrakten Expressionismus geworden sein. Diese Demonstration der US-amerikanischen kulturellen Vorrangstellung hatte bedeutende Auswirkungen auf die politische Kunstgeschichtsschreibung, insbesondere in späteren Jahrzehnten wie in den 1970er und 1980er Jahren. Einflussreiche Texte wie zum Beispiel Eva Cockcrofts Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War 1974 und Serge Guibauds Buchpublikation How New York Stole the Idea of Modern Art 1983 rekonstruierten und kritisierten die kulturpolitischen Machenschaften von Regierungsstellen und Kunstinstitutionen, besonders das Museum of Modern Art und seine Abteilung International Council of MoMA, um zu demonstrieren, wie die amerikanische kulturelle Hegemonie im Kalten Krieg auf internationaler Ebene vorangetrieben wurde. Hingegen hatte das Kuratorium der Documenta 2, angeführt durch Arnold Bode, der in seiner Funktion als Direktor eng mit dem einflussreichen Kunsthistoriker und enthusiastischem Verfechter der Moderne Werner Haftmann zusammenarbeitete, die Documenta 2 eigentlich als Primat der universellen Weltsprache der Abstraktion konzipiert. Kulturpolitisch war es für sie von besonders großer Bedeutung, dass als gemeinsames Ziel ein künstlerischer Internationalismus in den Mittelpunkt gestellt werde. So kann man in einem Schreiben an Porter McRae, den Direktor des International Council des MoMA, lesen, Zitat, da es dem Documenta-Ausschuss darum geht, nicht die verschiedenen Länder und deren charakteristische Merkmale hervorzuheben, sondern die Aufmerksamkeit auf die Vielzahl internationaler Kunstrichtungen, die seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, zu lenken, werden die Skulpturen und Bilder nicht nach ihrer Nationalität angeordnet. Dieser ehrgeizige Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Es war ungewöhnlich, dass die Kuratoren Dorothy Miller und Frank O'Hara vom MoMA die Ausstellung US-amerikanischer Kunst organisierten, darunter ca. 140 Arbeiten von etwa 45 Künstlern, während der Rest der Documenta 2 die kuratorische Signatur von Bode und Haftmann trug. Ähnlich ungewöhnlich war auch das Ergebnis. Die Installation des MoMA war von Ausnahmen abgesehen, physisch von der Kunst der anderen Länder, vorrangig Westeuropas, abgeschnitten. Wegen der Großformatigkeit der meisten amerikanischen Gemälde und angeblichen Verständigungsschwierigkeiten zwischen deutschen und amerikanischen Kuratoren wurden die US-Kunstwerke separiert gezeigt, während die anderen Werke nicht nach Herkunftsländern differenziert zusammengestellt wurden. Ich zeige Ihnen jetzt einmal zwei Installationsaufnahmen, einmal hier ein Hauptsaal mit europäischen abstrakten Gemälden und hier ein Blick von der Seite in den Hauptsaal mit amerikanischen abstrakten Gemälden. Gewiss machte diese Installation der Ausstellung das internationale Konzept von Bode und Haftmann zunichte. Mehr noch, für manche deutsche Kunstkritiker signierte sie den amerikanischen Siegeszug über die europäische Kunst. Eine Mehrheit von Rezensenten äußerte sich entsprechend zu der kolossalen Präsentation und dem Großformat der amerikanischen Kunstwerke. Abgesehen von den Biennalen in Venedig, die ja traditionell national ausgerichtet sind, schienen sich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Künstler der alten und neuen Welt in einer europäischen Ausstellung rivalisierend gegenüberzustehen. Gleichzeitig wurde die Abstraktion der Nachkriegszeit jedoch als internationales, demokratisches Werkzeug des Westens im Sinne des Kalten Krieges instrumentalisiert. Das Abstrakte sei Ausdruck der individuellen Freiheit der Demokratie
und im Gegensatz zum sozialistischen Realismus des Ostens seinem Wesen nach anti-ideologisch. Es ist bekannt, dass nach 1945 und bis in die 1950er Jahre hinein überall in Europa, und ich beschränke mich hier hauptsächlich auf Westeuropa und in den USA, ähnliche Sprachen der Abstraktion entstanden. Im Zuge einer entschiedenen Abkehr von Gegenständlichkeit und Abstraktion vom Vorbild der Natur legten Künstler in diesen Ländern ihr Hauptaugenmerk auf reine Gegenstandslosigkeit, Gestaltlosigkeit, Materialität und Prozessuales. Sie formulierten neue Definitionen für die zentralen Probleme der Kunstproduktion und Konzepte für die Visualisierung einer Welt, deren historische und moralische Grenzen durch Krieg, systematischen Massenmord und die unfassbare Zerstörung von Kulturgütern radikal transformiert worden war. Nach dem Krieg war in den späten 1940er und 1950er Jahren der künstlerische Austausch zwischen Deutschland und Frankreich trotz Feindseligkeiten und Rivalisierungen in der Vorkriegszeit von zentraler Bedeutung für die Kunstszene in beiden Ländern. Der Modernismus in Westdeutschland, ganz besonders vor dem Hintergrund der Realismen der Nazi-Vergangenheit und der DDR besehen, signalisierte für viele Konnotationen von Versöhnung, Autonomie von politisch motivierten ideologischen Kunstdiktaten und von erfolgreicher Umerziehung. Französische Intellektuellen und Künstlerkreise, die noch in dem langen Schatten der Kollaborationsvergangenheit standen, sinnierten über die mögliche Gestalt des nationalen Erscheinungsbilds und der nationalen Identität der Nachkriegszeit. Sie demonstrierten Zwiespalt zwischen der Möglichkeit einer Wiederbelebung der bedeutenden künstlerischen Traditionen der Vergangenheit und einem radikalen Neuanfang durch Formen zeitgenössischer Abstraktion. Gleichzeitig begannen amerikanische Museen und private Galerien durch die Förderung amerikanischer Kunst im Rahmen von Auslandsausstellungen auf die zunehmende Bedeutung amerikanischer Kunst für die Nachkriegszeit aufmerksam zu machen. Im Vorfeld von Documenta 2, von offizieller und privater Seite organisierte Gruppenausstellungen mit nationaler und internationaler Ausrichtung belegen die Bedeutung dieses internationalen, in mehrere Richtungen verlaufenden Dialogs. Ich zeige Ihnen jetzt hier einige Ausstellungen. Es fing alles an mit der Wanderausstellung französischer abstrakter Malerei 1948-49, die in Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Wuppertal und Kassel gezeigt wurde, mit der Ausstellung Advancing French Art 1951 in Washington, D.C., San Francisco, Chicago, Baltimore, Kansas City und Bloomington gezeigt. Vehemence Confrontée 1951 in der Galerie Nina Doucette in Paris gezeigt, in der französische und amerikanische Kunst zusammengezeigt wurde. Amerikanische Malerei, Werden und Gegenwart 1951 in Berlin und München. American Vanguard for Paris 1951 in der Sydney Janus Gallery in Paris. Und hier ist der französische Katalog. Younger European Painters, a Selection from the Solomon R. Guggenheim Museum 1953. Peinture et Sculpture non figurative en Allemand aujourd'hui 1955 in der Galerie Circle Volney in Paris gezeigt. Zen 1956 in verschiedenen Städten des Mittleren Westens in Amerika gezeigt. St. Louis, Lawrence, Champaign-Urbana. Die bekannte Ausstellung German Art in the 20th Century, die in St. Louis und New York gezeigt wurde, und dann die einflussreiche Ausstellung The New American Painting 1948 in Berlin und Paris. Ebenso wie die hinter diesen Ausstellungen stehenden Motivationen waren auch die bekannten und die weniger bekannten Institutionen und Städte, von denen und in denen diese Ausstellungen veranstaltet wurden, breit gefächert. Manche Ausstellungen versuchten durch die Betonung der ästhetischen Qualität eine nationale, kulturelle Überlegenheit herauszustellen.
Andere verwiesen auf die Diversität in den Künsten als Merkmal der Demokratie. Wieder andere konzentrierten sich auf internationale zeitgenössische Dialoge, wie beispielsweise Vehement Confronté von Michel Tapier, der amerikanische und französische Künstler vorstellte, oder die Ausstellung Lebendige Farbe, Couleur Vivante in Wiesbaden im Jahr 1957, die deutsche und französische abstrakte Maler an einem Ort zusammenbrachte. Die Zahl dieser Gruppenausstellungen und viele häufig von Galerien kuratierte Präsentationen von Einzelkünstlern nahm von der Mitte und bis zum Ende der 1950er Jahre zu. Im Kontrast zu den frühen Ausstellungen, die oft eine breitere Vielfalt künstlerischer Praktiken und historischer Traditionen zeigten, waren die späteren Ausstellungen etwa ab Mitte der 50er Jahre zunehmend auf Abstraktion und sehr junge Kunst konzentriert. Dieses dichte Netz von Kontakten zwischen Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten deutet auf eine Zeit gegenseitiger Aufgeschlossenheit und ästhetischer Neugierde hin, die auf der Documenta 2 sicherlich ihren Höhepunkt fand. Die kritische Literatur der 1950er und frühen 1960er Jahren, darunter John McCoubrey, Clement Greenberg und sogar Werner Haftmann, behauptete allerdings, dass die Kunstwerke trotz formaler Ähnlichkeiten letztendlich doch sehr unterschiedlich seien. Haftmann, ähnlich wie Greenberg, ein Advokat autonomer und apolitischer Kunst- und Kunstinstitutionen aus politischen Gründen, wie wir heute schon gehört haben, berücksichtigte voneinander abweichende nationale und kunstgeschichtliche Strömungen und war der Auffassung, und auch das haben wir heute schon gehört, es gebe parallele, jedoch unabhängige künstlerische Entwicklungen in Europa und in den Vereinigten Staaten. Allerdings stellten sowohl McCoubrey als auch Greenberg, besonders mit seinem Text American Type Painting, die US-Kunst in den Kontext des durch den Kalten Krieg motivierten amerikanischen Exceptionalism, um den abstrakten Expressionismus ein Überlegenheitsprivileg zuzuordnen. Weniger bekannt ist, dass zeitgenössische amerikanische Künstler wie beispielsweise Robert Motherwell mit solchen nationalistischen, nationalen Denkmustern nicht einverstanden waren. Freilich waren Greenberg und McCoubrey weitaus einflussreicher. Beispielsweise qualifizierte die Ausstellung der Royal Academy of Arts 2016-17 Abstract Expressionism, expressive abstrakte Malerei, mehr als 60 Jahre nach dem einflussreichen Greenberg-Essay American Type Painting als einen nationalen, im Wesentlichen US-amerikanischen künstlerischen Stil. Haftmanns Motivation wurde natürlich auch von nationalpolitischen Belangen getragen. Er betonte einen internationalen Kontext einer universellen, autonomen Sprache der Kunst, um deutsche Kunst zu entnazifizieren und entnationalisieren. Er verstand Abstraktion als politische Antwort, da sie die individuelle Freiheit zu bestätigen schien, also von symbolischer Bedeutung für die junge Demokratie in Westdeutschland war, ganz im Gegenteil zu dem von den Nazis und der DDR diktierten Realismus. Der Diskurs um den Expressionismus als nationales deutsches Idiom, das eine Brücke bildet zwischen dem Modernismus vor der Machtübernahme der Nazis und der Nachkriegsmalerei, wurde bislang nur unzureichend diskutiert. Gelegentlich gilt der deutsche, damals in Frankreich lebende Wohls als das expressionistische Bindeglied zwischen der Avantgarde der Vorkriegs- und Nachkriegszeit. In Frankreich wiederum wurden konkurrierende Konzepte verfochten. Michel Tapier und Georges Mathieu sahen in der französischen abstrakten Malerei die Internationalisierung der französischen Nachkriegsmalerei realisiert, mit Paris als Zentrum. Andere, heute vielleicht weniger bekannte Theorien, wie beispielsweise die von Charles Estienne, unterscheidet die französischen Künstler von ihren US-amerikanischen Kollegen durch eine ähnliche, jedoch national unterschiedliche und spezifische
künstlerische Praxis, und zwar die Franzosen bevorzugten das Staining, also das Einfärben der Leinwand, im Gegensatz zu den Amerikanern, die die Farbe einfach auf die Leinwand tropften, also Staining und Dripping als national unterschiedliche künstlerische Praktiken. Es ist nun danach zu fragen, ob und wie sich diese Art der nationalen Kodifizierung in diesen visuell ähnlichen Gemälden niederschlägt. Jackson Pollock zeigt in Bildern wie Nummer 1 1949, einem Werk, das bereits 1952 seinen Weg nach Frankreich fand und 1958 mehrmals in Deutschland ausgestellt wurde, ein diffiziles, dicht geschichtetes Netz aufgetropfter Lack- und Metallfarben, das Ähnlichkeiten mit der Gestalt abstrakter Zeichnungen aufweist. Eine mentale Rückverfolgung des Herstellungsprozesses des Bildes entwirrt Pollocks Bewegungen, die einem eleganten, einer komplexen Choreografie folgenden nervösen Tanz ähneln. Seine Bewegungen sind flüssig und gleichzeitig dynamisch. Die Leinwand kann als Aufzeichnung einer unmittelbaren Erfahrung verstanden werden, um es mit den Worten von Harold Rosenberg, die dem Essay The American Action Painters aus dem Jahr 1952 entnommen sind, zu sagen. Das Gemälde ist kein sorgfältig geplantes, komponiertes Abbild, sondern eher das Ereignis einer dynamischen Bewegung, dadurch geprägt, dass Pollock im All-Over-Verfahren Farbe auf die horizontal liegende Leinwand tropfte, während er darauf und darum herumtanzte. Die Bildoberfläche ist ein direktes Register der Spannungen zwischen zufälligen Operationen und kreativen Impulsen, dem Unterbewusstsein und der künstlerischen Kontrolle. Die Schleifen und Verwindungen der Farbe haben weder Volumen noch Konturen, weder Anfang noch Ende, sie konkretisieren Zeit als nicht historisch und simultan. Dennoch weisen die Spuren von Pollocks Aktionen eher auf ein Werden und weniger auf ein Sein hin, eine latente Temporalität, die der Zukunft vorgreift. Der deutsche Künstler Karl Götz bediente sich dagegen einer völlig anderen Methode, um auf Zeit als Mittel zur Erstellung von Gemälden aufmerksam zu machen. In Arbeiten wie 8.2.1957 Foudat, das in demselben Jahr in der Ausstellung Lebendige Farbe Couleur Vivante gezeigt wurde, setzte er unter Zuhilfenahme eines breiten Pinsels und eines Rackels einen sehr schnellen Malprozess um. Er bereitete die horizontal platzierte Leinwand mit einem Kleber vor und trug dann in heftigen Bewegungen Farbe auf. Der Vorgang dauerte nur wenige Sekunden. Anschließend benutzte er einen Rackel, um die Farbschichten aufzureißen und teilweise wieder zu entfernen. Im Ergebnis entstand ein Zusammenspiel positiver und negativer Formen. Angesichts der wenigen differenzierbaren Gesten schwankt das Resultat zwischen Form und Formauflösung. Im Kontrast zu Pollock verfolgt der Betrachter attackenartige, in Staccato ausgeführte Bewegungen, wobei häufig schwarze und weiße Farbe verwendet wurde. Die Zentralität eines heftigen Rhythmus wird mit Hilfe einer Kombination von kontrolliertem Zufall, er maß die Zeit, in der er seine Pinselstriche setzte, und spontaner Gesten erreicht. Je rasanter der Malvorgang, desto anonymer das Ergebnis. Letztlich schafft Götz ambivalente Strukturen in dunklen und hellen Schwüngen, positiven und negativen Formen, die Geschwindigkeit mit der nichtlinearen Zeit des Rhythmus vermischen. Der französische Maler-Performer Georges Mathieu interessierte sich auch für Geschwindigkeit. Bei Kunstwerken wie beispielsweise Pinture von 1952, ein früher Ankauf des Solomon R. Guggenheim Museums, das 1953-54 im Rahmen der Ausstellung Younger European Painters dort ausgestellt wurde, erkennt der Betrachter auf die Leinwand aufgeworfene Pinselstriche, energievoll appliziert und grafisch geschichtet, sodass sie insgesamt vor allem den Anschein
kurzer und flüchtiger Momente bezeichnen. Nach Mathieus eigenem Verständnis von Zeit wäre dies die Artikulation des Nichts. Im Gegensatz zu Götz und Pollock veranstaltete Mathieu seine Performance vor einer vertikal installierten Leinwand und vor einem Publikum, sodass die Performance selbst zum zentralen Ereignis wurde. In einem von Mathieus französischem Anhänger und Kollegen Michel Tapier verfassten Essays, der 1955 in der amerikanischen Zeitschrift Art News erschien, wird Mathieus Performance als Schlacht beschrieben. Vehemente Bewegungen und abstrakte Formen bewirken den Effekt atemlosen Fortschreitens, behauptete Tapier. Die stürmisch rasante Ausführung sollte demonstrieren, wie Mathieu unter dem Einfluss von Geschwindigkeit als Subjekt unsichtbar würde. Diese Intention teilte er mit Götz. Heftige Bewegung sollte als Mittel dienen, die Gattung der Malerei zu entsubjektivieren. Während Pollocks elegante tänzerische Bewegungen Ausdruck einer latenten Temporalität des Werdens sind, eine sehr amerikanische Vorstellung, setzten Götz als auch Mathieu auf Geschwindigkeit zur Ausführung heftiger Gesten, um jede Form von Subjektivität zu zerstören. Selbst wenn man Mathieus oft plump unter ein nationales Motto gestellte Malereidarbietungen außer Acht lässt, wird klar, dass künstlerische Praktiken nationale Kontexte aufrufen. Künstler in Deutschland und Frankreich, wie hier am Beispiel von Götz und Mathieu dargelegt, haben die Politisierung, Unterdrückung und Zerstörung moderner Kunst unter der Nazi-Herrschaft miterlebt und versuchten, das menschliche Subjekt auszuradieren und damit auch eine neue Beziehung zur Geschichte und zu möglichen Wegen in die Zukunft. Abstrakte Expressionisten in den Vereinigten Staaten hingegen wollten sich radikal neuen, nicht von der europäischen Vergangenheit belasteten Grundlagen nähern, um die Kunst der Zukunft zu schaffen. Sowohl durch den Diskurs als auch die Ausstellung abstrakter Gemälde während dieser Zeit wird letztendlich Documenta 2 in vieler Hinsicht vorweggenommen. Beide beleuchten parallel geführte Diskussionen und debattieren, ob diese neue abstrakte Kunst mit dem Attribut des Nationalen, des Nationalismus oder des Internationalismus versehen werden solle. Häufig mischt sich Kunstdiskurs mit der ideologischen Vereinnahmung durch den Kalten Krieg. Nationale und internationale Interessen vermengen Kunstinterpretationen und Kunstpraktiken mit politischen Zielen, ohne unbedingt Kunst oder Künstler selbst zu berücksichtigen. Dabei spielt die intendierte politische und kulturelle Vormachtstellung der USA sowie stärker werdende nationalistische Stimmungen im Europa, Entschuldigung, ich spreche normalerweise nur noch Englisch, und in Europa der späten 1950er Jahre eine große Rolle. Ganz herzlichen Dank.